Ich möchte Sie begrüßen zum 14. Teil dieser Reihe über Differentialgleichungen. Wir sind jetzt bald am Ende. Es fehlt jetzt noch das, was ich jetzt machen möchte, nämlich die Lösungs- oder eine Lösungsmethode zu zeigen, wie man Systeme von linearen Differentialgleichungen in den Griff bekommt. Dann fehlt noch ein kleiner Teil über separable oder separierbare Differentialgleichungen erster Ordnung und dann am Schluss noch ein Kapitel über numerische Methoden. Und dann sind wir mit dem Teil, was weiß ich, 17 wird es vielleicht sein, am Ende dieser ganzen Reihe. Wir haben ja in einem der früheren Videos, das war das 13. glaube ich, ja das letzte, haben wir solche Systeme von Differentialgleichungen kennengelernt. Erste Ordnung. Und wir haben das in dem Fall jetzt eine zweite Ordnung umgeschrieben für ein System erster Ordnung dann, wo wir zwei Zeilen hatten und wir haben das so in dieser Matrix-Schreibweise benutzt. Wir haben auch das Beispiel des Mutter-Tochter-Zerfalls angeschaut bei der Radioaktivität und ja, dieses elektrische Beispiel mit diesen zwei Maschen. Aber da gibt es noch mehr Beispiele und generell kann man jede Differentialgleichung n-ter Ordnung in so eine Differentialgleichung erster Ordnung, aber ein System dann mit n-mal-n-Matrizen umschreiben. Ich möchte jetzt diese Struktur übernehmen und mal die allgemeine Fassung davon aufschreiben. Ich könnte also sagen, wir haben hier einen Spaltenvektor, der aus den Funktionen besteht, die wir suchen, die in der ersten Ableitung vorkommen. Dann haben wir eine konstante Matrix A und da sind die Funktionen selbst vorhanden. Eventuell haben wir dann da hinten noch eine Spalte, die eine Störung bedeutet, eine Inhomogenität. Das ist dann eigentlich ähnlich wie bei den eindimensionalen Differentialgleichungen. Allgemein würde man also sagen, wir haben hier einen Spaltenvektor, dessen Ableitung wir in Verbindung setzen mit der Funktion selbst. Die Matrix A und dieser Vektor Y plus B sind die allgemeine Struktur dieser speziellen Situation. Die Ableitung habe ich mit Strich geschrieben, weil man das besser sieht neben dem Pfeil hier. Der Pfeil bedeutet eben, wir haben einen Vektor, wir haben mehrere Komponenten. Das ist die inhomogene Gleichung, weil das b ungleich 0 sein kann. Wenn wir die homogene Variante anschauen, dann haben wir y' ist gleich a mal y. Sieht sehr einfach aus. Aber denken wir daran, das sind also einzelne Funktionen, die das Spaltenvektor geschrieben werden. Wir können jetzt ganz analog zur eindimensionalen Situation die homogene Lösung mit einem Lösungsansatz versuchen zu in den Griff zu bekommen. Der Ansatz ist ganz ähnlich wie im anderen Fall, nämlich wir sagen y, das soll sich zusammensetzen aus einem Vektor v, als Spalte auch mit der gleichen Dimension wie die y-Situation und wir machen da wie vorher ein e hoch lambda mal x dazu. X ist die Variable, also hier y' ist also die Ableitung nach x. Wenn wir das so hinschreiben, dann können wir y' mal formal aufschreiben. Das ist dann nachher lambda mal e hoch minus lambda x, e hoch lambda x mal v. Und die Ableitung soll ja gleich a mal y sein. Also a mal y und y ist das hier. E hoch lambda x mal v. Das ist die Gleichung mit diesem Ansatz. Wir können wie im eindimensionalen Fall das e hoch lambda x dann links und rechts wegkürzen und erhalten dann eine Gleichung, die lautet jetzt so, ich schreibe zuerst die rechte Seite, a mal v für diesen gesuchten Vektor v ist gleich lambda mal v. Und lambda ist eine reine Zahl, die wir also jetzt noch nicht kennen. In der linearen Algebra nennt man das eine Eigenwertgleichung. Wir haben hier eine Matrix A. Das kann eine Transformation bedeuten zum Beispiel. Wir suchen dann Vektoren, die bei dieser Transformation nur gestreckt werden. Also in die gleiche Richtung zeigen, aber einen Streckungsfaktor noch haben. Diese Vektoren heißen dann Eigenvektoren und die Werte, die das erfüllen, heißen dann Eigenwerte. Man schreibt dann oft das auch so, dass man sagt a mal v minus lambda mal e mal v ist gleich 0, das ist die Eigenwertgleichung.
diese Gleichung hier, also a minus lambda mal e, hat dann Lösungen, wenn die Determinante, also die Determinante dieser neuen Matrix gleich 0 ist. Das ist ein allgemeines Gesetz aus der Eigenwerttheorie der linearen Algebra. Und wir müssen also jetzt hier diese Eigenwerte von a und entsprechend auch die Eigenfunktionen von a, die Eigenvektoren von a, die müssen wir jetzt suchen mit den Methoden der linearen Algebra. Diese Determinante müssen wir auf alle Fälle nehmen, um mal die Lambda-Werte zu erhalten. Wenn es eine 2x2-Matrix ist, hat man im Allgemeinen zwei Eigenwerte und entsprechend auch zwei Eigenfunktionen. Dabei muss allerdings die Matrix gewisse Bedingungen erfüllen. Die beiden Eigenwerte können auch zusammenfallen und sie können auch konjugiert komplex zueinander sein. Jetzt machen wir vielleicht am besten mal ein Zahlenbeispiel, dass Sie sehen, wie das aussehen kann, und dann schauen wir, wie man dann das Lambda und die V-Vektoren bekommt. Wenn man die V-Vektoren dann hat und die Lambdas, kann man so dann die Lösungen konstruieren. Es gibt dann zwei linear unabhängige Lösungen, die dann zusammen den Lösungsraum, einen Vektorraum bilden, die dann durch Linearkombinationen noch an die Anfangsbedingungen angepasst werden können. Das sehen wir nachher gleich. Nehmen wir als Beispiel mal die zwei Differentialgleichungen. Ich schreibe sie mal explizit auf. Y1' ist gleich 7 mal Y1 minus 5 mal Y2 und Y2' ist gleich 4 mal Y1 minus 2 mal Y2. Wenn wir das jetzt als Matrix schreiben, können wir sagen, Y' das Vektor ist gleich, jetzt schreibe ich die Matrix aus, 7 minus 5, 4 minus 2 mal y. Und wir haben vorher gesehen, wir müssen also von dieser Matrix A hier nach diesem allgemeinen Rezept die Eigenwerte suchen. Determinante von A minus lambda mal e. Nun, das ist A. Die Einheit, also E ist ja die Diagonalmatrix mit 1, 1. Wenn ich das Lambda mal 1, 1 dazu, davon subtrahiere, erhalte ich nachher 7 minus Lambda. Hier minus 2 minus Lambda und die zwei Werte bleiben. Und davon möchte ich die Determinante haben. Also 7 minus Lambda minus 5, 4 minus 2 minus Lambda. Und die soll eben dann 0 sein. Wenn wir jetzt hier schauen, die Determinante rechnet man ja bei der 2x2-Matrix so aus, das mal das, minus das mal das. Also 7 minus Lambda mal minus 2 minus Lambda. Das mal das, minus das mal das. Also ist minus 4 mal minus 5, das gibt plus 20. Und das soll gleich 0 sein. Wir suchen die Lambda-Werte, das ist das 0-Wert. Müssen wir das ausrechnen? Das gibt 7 mal minus 2 gibt minus 14. Dann haben wir 7 mal minus Lambda ist minus 7 Lambda. Plus 2 Lambda, das gibt minus 5 Lambda. Da haben wir plus Lambda Quadrat. Plus 20 gleich 0. Das Lambda Quadrat und das können wir zusammenfassen. Da steht hier Lambda Quadrat minus 5 Lambda plus 6. Gleich 0. Jetzt können wir da mit der Diskriminantenmethode die Lambda-Werte suchen. Minus b, also 5, plus minus Wurzel aus b im Quadrat, das ist 25, minus 4 mal a mal c, das ist 24, durch 2a. Das ist gerade 1, das haben wir also 5 plus 1 durch 2, das gibt 3. Und 5 minus 1 durch 2, das gibt 4 durch 2, das gibt 2. Wir nennen diese beiden Lambda-Werte jetzt Lambda A und Lambda B. Und nicht 1 und 2, weil wir 1 und 2 schon reserviert hatten für die beiden Funktionen. Jetzt haben wir die beiden Lambda-Werte. Jetzt müssen wir die Eigenwerte suchen. Also 7 minus Lambda werden in dem Fall, 7, wenn wir den ersten nehmen hier, 7 minus 3 minus 5.
machen wir das mal für den Eigenwert a. Da haben wir also 7 minus 3 minus 5, 4 minus 2 minus 3. Jetzt müssen wir diese Eigenvektoren suchen. Schreibt nochmal V1, V2 dazu, für die beiden Komponenten. Das muss 0 ergeben. Das ist die Eigenwertgleichung. Jetzt können wir hier 4 minus 5, 4 minus 5 draus machen. Mal V1, V2. Und die beiden Gleichungen jetzt aufschreiben. 4 minus 5, 4 mal V1 minus 5 mal V2 gleich 0. Und 4 mal V1 minus 5 mal V2 gleich 0. Da ist dann die Lösung. 4 mal 5 minus 5 mal 4, da ist dann der erste Eigenvektor. 5, 4. So. Beim B haben wir ja das Gleiche zu machen mit dem zweiten Lambda-Wert. Das wäre dann 2. Da haben wir hier 7 minus 2, das gibt 5. Hier haben wir minus 5. Hier haben wir 4. Und hier haben wir minus 2, minus 2, das gibt minus 4. Das angewandt auf einen Vektor V1, V2 soll 0 ergeben. 5 mal V1 minus 5 mal V2, 4 mal V1 minus 4 mal V2, das kann zum Beispiel der Vektor 1, 1 sein. Können wir also sagen, VB ist der Vektor 1, 1. Jetzt haben wir die beiden Eigenvektoren, 5, 4 und 1, 1. Und die müssen wir jetzt zusammennehmen mit den entsprechenden Lambda-Werten und in den Lösungsansatz hier hineinnehmen, den wir hier hatten. Wir können jetzt abschreiben, das y ist dann die Summe, eine allgemeine Summe, die gebildet wird mit diesen beiden Eigenvektoren. Und yb war e hoch 2x mal 1, 1. Und die allgemeine Lösung y ist nachher, das Vektor ist nachher irgendein C1 oder CA mal e hoch 3x mal 5, 4 plus ein CB, eine konstante CB mal e hoch 2x mal 1, 1. Weil das y ja eigentlich dieser Spaltenvektor war, also bei den Lösungsfunktionen, kann ich auch die beiden Zeilen jetzt separat schreiben. y1 von x ist nachher ca mal 5, also 5 mal ca mal e hoch 3x plus cb mal e hoch 2x und y2 von x ist gleich 4 mal ca mal e hoch 3x plus cb ist das gleiche mal e hoch 2x. Das sind die beiden Lösungen. Jetzt muss ich halt wissen, wie diese Funktionen aussehen. Am Anfang zum Beispiel, Funktion 1 und Funktion 2. Und da kann man diese identischen CAs und CBs, also hier CA und CA und hier CB und CB entsprechend anpassen, dass dann diese Anfangsbedingungen erfüllt sind.